In die ehemalige Schlecker-Filiale im Bernsdorfer Stadtzentrum zieht wieder Leben ein. Wie Bürgermeister Harry Habel mitteilt, seien Verträge mit dem Drogeriemarktbetreiber Rossmann geschlossen worden. Allerdings müsse noch ein Umbau der Filiale erfolgen. Daher geht er von einer Öffnung des Marktes erst im nächsten Jahr aus. Einen Schritt weiter ist auch der Umzug des Nettomarktes. Für den geplanten Neubau gab es jetzt die Baugenehmigung aus dem Landratsamt zu Habel.